Also erstmal der Eindruck, also erstmal sowieso, dass dein Verständnis über Staat und so weiter, das ist ja sowieso ein anderes. Aber wir hören mal ein Thema, ja, von welchem Kirche ist denn die Richtung? Aber das ist nicht nur mein Verständnis, sondern das gesamte Verständnis der Christenheit. Die sind ja schockiert, wenn sie sehen, dass ihr da anfängt, Statuen zu küssen und Maria zu verehren und sowas. Okay, das ist die eine Frage. Wo, in einem welchen Kirchen wird aufgerufen, dass wir die Staaten anbeten? Weil das ist ja ein Vorwurf, der kommt ja seitens der Freikirchen und der Protestanten. Ja, warum macht ihr es dann? Warum macht ihr es denn dann? Aber wer warum macht ihr es dann? Meinst du, guck mal, ich bin ja, wenn du dich vor einer Statue. Hast du schon mal gesehen, wie die in Brasilien sich vor dieser Maria-Statue niederknien? Oder Papst Johannes Paul II. Diese Dinger da am Küssen ist und Franziskus so eine Baby-Statue da küsst? Ich weiß, das ist ja eine Jesus-Figur gewesen, aber was ist das Problem okay. dahinter? Du siehst ja beispielsweise, der Papst ist so die Autorität hier in der gesamten Welt, er nennt sich Vater auf Erden. Und Millionen von Katholiken folgen ihm und machen ihn ja nach. Wer hat Papst eingesetzt, dass er so gegen entgegengesetzt der Bibel diese Sachen macht? Aber hat der Jesus Christus uns befohlen? Ich meine, guck mal, die Reliquie. Ja, okay, zeig mir, wo der Herr Jesus Christus das gemacht hat. Zeig mir mal. Da mache ich das auch. Du meinst die Reliquienverehrung? Zeig mir, wo er Statuen geküsst hat. Zeig mir, wo er Statuen geküsst hat. Und hier, Fürbitte bei seiner Mutter gemacht hat. Zeig mal bitte. Alles gut. Wie soll es zeigen, Jesu, wo er gewandelt ist auf der Erde? Da hat noch keiner Statuen von ihm hergestellt. Noch gab es Statuen von Maria. Und ja, aber wer ist denn unser Vorbild, mein Lieber? Du bist doch Katholik. Wer ist unser Vorbild? Ist der Papst unser Vorbild oder Jesus Christus? Alles gut. Mein Lieber, ich frage dich gerade etwas. Wer ist unser Vorbild? Ja, stell dir eine Frage. Ja, wer ist unser Vorbild? Papst oder Jesus Christus? Ja, natürlich in erster Instanz ist Gott unser Vorbild. Natürlich, wie er gewandelt ist. Ja, also siehst du, der Herr Jesus Christus, sein Wort gilt für uns und nicht von irgendjemand anderes. Hundertprozentig, Amen. Aber was hat er uns denn gesagt? Wenn die Bibel inspiriert ist, er hat gesagt, betet nicht, auf jeden Fall nicht die Götzen an. Ne? Und macht. Ja, aber das ist ja kein Götze. Warte ganz kurz. Welche Adresse hat die Bibel in Sachen Anbetung? Sag mir mal bitte. Warte, du liest ja die Bibel. 1. Könige 6 ist das. Dann sehen wir schon den Tempel Salomos, wie der aufgebaut war. Den Bundesland. Da hat Gott befohlen, Engelstaaten aufzubauen. Waren das Götzen gewesen? Kniest du dich vor diesen Götzen nieder und betest zu ihnen? Oder die haben sich vor der Bundeslade niedergeworfen, Abia. Das ist ein Fakt. Hat der Herr Jesus Christus gesagt, du sollst dich vor Götzen niederwerfen? Oder hat er gesagt, du sollst keine Götter außer mich anbeten? Stopp. Haben die sich vor der Bundeslade hingeworfen? Die Bundeslade hatte Gold. Hat der Jesus Christus das befohlen? Hat der Jesus Christus das befohlen? Mach mich nicht bekloppt, Mann. Hat der Jesus Christus gesagt, betet vor diesen Dingern an. Du bist emotional, du kannst die Fakten. Ja, aber das regt mich auf, weil du etwas sagst, was nicht der Wahrheit entspricht. Hat der Jesus Christus gesagt, betet diese Statue Leute, da an? Nimm das auf. Ich stelle eine Frage. Haben die Leute sich von der Bundeslade niedergeworfen? Sie haben angebetet. Das ist doch nicht normal. Und sie haben, da waren Engelstatuen drauf. Haben sie die Engel angebetet? Waren das damit Götzendiener? Hat der Herr Jesus Christus das befohlen, ja oder nein? Gott hat das natürlich befohlen, ihn anzubeten. Und in der Bundeslade war ja auch die Präsenz Gottes. Lies das vor. Was? Lies das vor, was du gerade sagst. Lies vor. Was soll ich dir vorlesen? Ich hab gesagt, erste Könige, 6, was du gemeint hast. Komm, mach mal, lies mal vor. Du bist doch der Bibelexperte, mach mal, Bibelexperte. Was soll ich dir vorlesen? Wie der Tempel Salomo? Erste Könige, was du gerade eben gesagt hast. Lies mal vor. Kein Problem, ich suche eben raus. Lies mal bitte vor. Wo bist du hin? Hallo? Warte, der hat hier sein Abend. Nimm dich mal an, über katholische Antworten. Ich komme mit deinem Live rein. Bitte was? Ich mache dir eine Einladung über meinen Account. Der hat hier nur 10% Akku, dann lese ich dir das vor. Ja.
Warte kurz. Kann man mich noch hören? Ja, ich kann dich hören, ja. Amudi, 10% Akku, reicht das noch aus? Ein bisschen Zeit? Okay, alles klar. Warte, wir lesen eben vor. Erstens sind 6, 21 bis 22. Ebenso überzog er das Haus vor dem Zugorte mit lauterem Gold und befestigte Platten mit goldenen Dingen. Und es war nichts im Tempel, was nicht mit Gold bedeckt wurde. Auch den ganzen Altar vor dem Zugorte bedeckte er mit Gold. Und er machte im Spruchorte 2 Cherubim aus Ölbaumholz, 10 Ellen in der Höhe. 5 Ellen hatte der eine Flügel des Cherub und 5 Ellen der andere Flügel des Cherub. Das waren Engelstatuen, die Flügel hatten. Das hatte Gott befohlen. Hat Gott befohlen, bitte? Hä? Amir. Wo steht, dass der Herr gesagt hat, dass ihr das so machen sollt und eine Statue anbeten sollt? So wie der Papst das heute macht. Und die Katholiken verführt. Und die Katholiken am Verführen ist. Wo steht, dass ihr Statuen aufbauen sollt, Statuen küssen sollt und die verehren sollt? Wo steht sowas? Amir, beruhig dich. Nochmal. Amir, beruhig dich. Weißt, meinst du, was der Papst mit diesen armen Katholiken macht, die diese ganzen Götzen da verehren? Ich hab dir den Beweis gegeben. Wo ist das denn? Wo ist das ein Beweis, mein Lieber? Du bist ja genauso fernab von jeglicher Realität, genau wie die Muskels. Amir. Das ist also ein Beweis? Das ist also ein Beweis? Es widerspricht meiner gesamten Weltanschauung. Gott hat befohlen. Das tut sehr weh. Das tut sehr, sehr weh. Das tut sehr weh, ja. Das tut sehr, sehr weh, ja, genau. Der Tempel Salomons war komplett mit Gold überzogen. Manchmal sind Kirchen auch mit Gold verzogen und im Innenraum sehr viel. Hast du ein Problem damit? Das ist so das, was ihr kritisiert. Es ist doch nur ein Nachbau, beispielsweise als Symbolbild vom Tempel Salomon. Mein Lieber, ich habe ein Hast du nicht mir zugehört? Hast du mir überhaupt zugehört? Ich habe ein Problem damit. Ich habe ein Problem damit, dass der Papst sich vor einer Statue niederkniet, hinläuft, sie streichelt und am Küssen ist. Zu Maria direkt betet. Damit habe ich ein Problem. Und damit haben sehr viele Christen ein Problem. Genau was die Orthodoxen machen. Die beten zu irgendwelchen Heiligen. Hat der Jesus Christus uns sowas befohlen? Du bist jetzt schon wieder beim nächsten Punkt. Du hast mir gesagt, man darf keine Statuen haben. Was ist los mit diesen Menschen? Das ist unglaublich. Das sind also katholische Antworten. Du musst doch mit der Sache nicht reden. Du kriegst doch keinen Punkt durch. Guck mal, das war doch der erste Leute Punkt, wo ich gesagt habe, wo steht, dass der Jesus Christus uns gesagt hat, dass wir uns vor einer Statue niederknien sollen, sie streicheln, sie küssen und das so verehren sollen. So wie der Papst das macht. Glaubst du an die Dreifaltigkeit? Dann hat doch auch der Heilige Geist. Natürlich glaube ich an die Dreieinigkeit. Amen. Dann hat natürlich glaube ich an die Dreieinigkeit. 1. Könige 6,21. Und dort befiehlt Gott. Du verstehst mich immer noch nicht, ne? Du verstehst mich immer noch nicht. Du verstehst mich. Bist du genauso ignorant wie die Muslime oder was ist los mit dir? Nein, man muss doch mit dir diskutieren können, aber guck mal, wenn du so mit dem. Ja, aber warum schaltest du auf ignorant? Warum schaltest du auf ignorant? Warum? Guck mal. Ja, lach doch nicht so dämlich. Warum schaltest du auf ignorant? Du verlierst. Wir reden doch darüber, dass der Papst. Wir reden doch darüber, dass der. Katholik, Millionen von Katholiken in den Götzendienst hinein verfrachtet und anfängt, sich vor Statuen niederzuwerfen, hinzulaufen, sie zu streichen und zu küssen. Hast du schon mal gesehen, wie die Babypuppe am Küssen ist und wo er sie am Küssen ist? Ja, so in dem Genitalbereich von diesem. Du hast ja anscheinend ein generelles Problem mit Statuen. Ich habe dir gerade erklärt, es gibt keine Probleme mit Statuen. Nochmal, und wir beten sie ja nicht an. Ist ja okay, fragen wir dich mal als Katholik. Verehrst du Maria? Verehrst du Maria? Du bist doch Katholik. Die höchste Ehrung vom Geschöpfen verdient. Wem allein gebührt die Ehre? Die höchste Ehre gebührt Gott. Das ist selbstverständlich. Das reicht. Wenn wir Gott ehren, so haben wir alles geehrt. Wer mich ehrt, der ehrt meinen Vater, sagt der Herr Jesus Christus. Wie kannst du hingehen und Maria anbeten und Fürbitte zu machen? Heilig genannt. Dort werden auch Christen heilig genannt. Die Heilige. So wird in manchen Briefen. Wen sollen wir verehren? Nochmal, damit wir das haben. Wen sollen wir verehren? Nochmal, die größte Ehre und die Anbetung. Wem allein gebührt die Ehre? Ist Maria ans Kreuz gegangen? Oder ist ein Heiliger ans Kreuz gegangen? Moment. Der Herr sagt selber, siehe da deine Mutter. Maria ist auch deine Mutter. Warum? Das ist so unglaublich. Die Katholiken sind genauso wie die Muslime. Die geehrt hat. Wem allein gebührt die Ehre? Ist Maria ans Kreuz gegangen? Hat Maria für deine Schuld bezahlt?
Wie definierst du Ehre? Stopp, stopp! Oberflächliche von euch Protestanten. Guck mal. Oberflächlich? Bist du für Wahnsinn oder was? Was für oberflächlich? Ich bete meinen Herrn Jesus Christus an und ich danke ihm vom ganzen Herzen und bete niemanden neben ihn an. Wenn ich den Sohn ehre, wenn ich den Sohn ehre, so ehre ich den Vater. Du hast gar nicht die Bibel gelesen, mein Lieber. Deswegen bist du auch noch Katholik und sagst nicht, dass du von neu geboren bist. Das ist dein Problem. Ist das ein, ey, das ist unglaublich. Geh mal bitte, komm. Geh mal bitte woanders nerven, Alter. Was? Wie die fernab vom Glauben sind. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch nicht den Vater. Wo steht in der Bibel, dass wir Maria so anbeten sollen, Fürbitte machen sollen und so Quatsch? Seht ihr, was die Katholiken machen? Fernab vom Glauben. Anstatt die sagen, wir sind von Neuem geboren, sagen die, wir sind Katholiken. Wird Johannes 3, Vers 3 gelehrt? Nicht einmal in keiner Predigt. Kein Priester kommt auf den Gedanken, in der Kirche die Leute anzuschreien und zu sagen, das bringt nichts, dass ihr hier sitzt. Es ist schön und gut, dass ihr hier sitzt, aber ihr müsst von Neuem geboren werden. Die Predigt soll doch nicht ein Ohr reingehen, ein Ohr raus. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst auf die Knie gehen und Gott anbeten und ihm danken für das, was er für euch gemacht hat am Kreuz. Ihr müsst den Herrn Jesus Christus als euren Herrn und Heiland annehmen. Da muss ich mich mit so einem Christen hier darüber unterhalten. Sogenannten Christen. Das ist so grausam. So grausam kann sich keiner mehr vorstellen, was hier abgeht. Und dann siehst du auf einmal, wie der Papst dann diese armen Katholiken in diese Götzendienst hinein verfrachtet. Weil wenn ich sehe, dass der Papst, die höchste Autorität der Katholiken, da sich vor einer Statue niederkniet, das Ding küsst, streichelt, ja, was soll ich denn anderes als ein Katholik dem danach machen? Mache ich genau das Gleiche. Weil ich denke, der Papst hat doch voll Ahnung von der Bibel. Anstatt selber die Bibel in die Hand zu nehmen und zu lesen. Nein, vertrauen die Papst. Unglaublich. Unglaublich, unglaublich. Ihr müsst euch mal angucken, wie das in Brasilien und so in den lateinamerikanischen Ländern abläuft. Ne? Da ist das noch extremer. Da ist das noch extremer mit diesem Götzendienst, ne? Was der Satan da angerichtet hat. Katholische. Was sind das für Leute, ey? Das ist unfassbar. Als hätte er Jesus Christus gesagt, wir sollen irgendwie Statuen aufstellen und uns vor diesen Statuen niederknien, Marienverehrung machen und hast du nicht gesehen. Das ist so heftig. Nicht ein Katholik redet über die Wiedergeburt, wie man gerettet wird. Nein, lieber verehren sie die Maria, was auch schön und gut ist, aber das geht ja schon in die Anbetung hin. Niederknien vor so Statuen, sie zu küssen und alles mögliche. Das ist Steinfetischismus. Kann ich auch Moslem werden. Kann ich den schwarzen Stein da an der Ecke von der Kaaba küssen. Ist nichts anderes. Ey. Eine katholische Kirche rein und hört euch mal die Predigt dort an. Es ist so unglaublich.
Ja, ja. Der Katholik muss man sein, genau, um gerettet zu werden. Ich krieg das nicht aus meiner Birne, ey. Das ist so ein grausamer Zustand. Gott sei Dank gibt es noch so viele Geschwister auf dieser Erde, die die Menschen zur Wiedergeburt aufrufen, Buße. Und dann gibt es Leute wie den da, ey. Der Statuen verehrt, ey. Das ist unfassbar. Hätte das mein Bruder gehört, der wäre schon wieder ausgerastet. Abo-Hetzerei. Wo ist mein Bruder? Hört er das bestimmt, ne? Der wäre gerne reingekommen. Alexa antwortet, wo ist Abo-Hetzerei? Alexa antwortet, bitte einmal erklären, wo Abo-Hetzerei hingegangen ist.
Dein Bruder hat über die Stränge geschlagen. Wir müssen wieder eins werden, Amir. Ja, wenn jemand bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott geboren. So sagt ja die Heilige Schrift. Wenn jemand behauptet, dass der Jesus Christus Gott ist, dann müssen wir den erstmal so akzeptieren. Und dann müssen wir uns weiter die Lehre da anschauen, was sie da verbreiten. Ne? Denn die Lehre ist wichtig. Hört mal. Mach nochmal Koranrezitation. Habt ihr das gehört, wie wunderschön? Boah, herrlich hast du das gemacht. Wundervoll. Mashallah, was für eine wundervolle Rezitation. Sehr gut. Wow, das hat mein Herz total berührt, ey. Wow. Einsame Spitze. Ach ja. Da pupst die einfach rein hier drin, ey. Der war die Sura Al-Furs. Das war die Sura Al-Furs. Das war Allahs Stimme, hilf dich. Ja, traurig, ne, dass sie so reinkommen und dann einfach so einen Blödsinn machen. Ne? Traurig. Jetzt kann ich, hört ihr mich, ihr Lieben? Könnt ihr mich hören? Johnny! Salam, Rus Bechir Aga. Ahwal Shoma. Salam, Ahwal Shoma. Rassana Hoshi. Besser Hosh Kel Hoshi. Hey, Khuda. Khuda hat euch nicht. Khuda hat euch segnen. Wie heißt es auf Persisch? Gott soll dich segnen. Das ist schon mal Daten. Barakat bekommen. Barakat bekommen. Farsi Balari, die geht Farsi. Ja, Farsi, Khaili, Zaib Shade. Malemanam Zaib Shot, Khaili, Bechuda. Kannst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Ja, Bruder. Mashallah, mach weiter. Du bist guter Mann. Ja, danke dir. Gott segne dich und deine Familie. Danke, Bruder. Deine Familie auch, dich auch. Bist du Christ? Bruder, wir sind Muslime. Ah, Muslimunas, ja? Ja. Aber wir glauben an Khuda, du weißt, Khuda. Ja, jeder glaubt an Khuda. Aber wer ist dieser Khuda, an den du glaubst? Khuda, Khudet Khuda hast du, Digga. Mein Khuda hast du? Are. Ich bin Gott. Ja. Und du hast doch gerade gesagt, du bist Moslem. Wie kannst du da sagen, Bruder, dass du Gott bist oder ich Gott bin? Kehre in dich selbst zurück, dann findest du den Gott in dir. Bechuda, ja, aber das ist doch nicht Moslem sein, das ist doch Buddhismus, Hinduismus, Pantheismus. Nein. Ja, wir haben, Bruder, wir müssen uns anpassen. Wir sind jetzt in Deutschland, wir müssen uns hier anpassen. Verstehst du? Ich bin Johnny. Mein Vater. Also Johnny hast du.